Apple Music Awards 2021, Artist of the Year sitzt jetzt hier. Der Was erste geht? In Deutschland, Rin, wie geht's dir? Gratulation. Alles gut, hier Corona-konform. Ja. Mir geht's gut, super. Ich komme ja gerade frisch vom Release. Ich bin noch voller positiver Energy. Ja, krass, ey, wie gesagt, der erste in Deutschland, der diesen Apple Music Award mit nach Hause nimmt, den es erstmals gibt. Ein geiler Abschluss für dein Jahr oder vielleicht tatsächlich der 2 Jahre, würde ich sagen. Hat sehr lange gebraucht, dieses Album, ne? Länger als geplant, glaube ich. Wir haben uns die Zeit genommen, definitiv so. Die Zeit hat sich dann quasi angeboten und das war dann relativ früh für uns klar, so, okay, die Zeit nehmen wir uns. War auch wichtig, ich persönlich finde, man hört's. Mhm. Also so in diesen letzten 2 Quartalen haben sehr, sehr viele positive, tolle Sachen passiert. So. Ist schon sehr geil. Warum glaubst du, hört man durch die Länge, was auf dem Album passiert? Weil ich würde behaupten, du bist jetzt an einem Punkt, auch technologisch und so wie du dich selber auch kennst im Studio, dass du nicht länger als, sag ich mal, 12 Monate brauchst, um ein Album auf einem gewissen Level zu produzieren. Definitiv. Alles darüber hinaus wird dann vielleicht noch ein kleines bisschen Frickelei und Details und so weiter. Ist vielleicht was darüber hinaus passiert, etwas in der, dass man so sich an andere Orte traut musikalisch, dass komplett ein Switch passiert. Was haben dir diese zweiten 12 Monate nochmal gegeben? Also es ist ja nicht wirklich so abgelaufen, dass wir quasi nach 12 Monaten fertig waren. So. Man hat ja dann irgendwann gemerkt, also bei der ersten Session ist schon super viel passiert. Also super viele Eckpfeiler. Direkt nach Nimmerland, die erste Session für Kleinstadt. Genau, genau. Okay. In der ersten Session ist schon so viel passiert und man hat direkt gemerkt, okay, das wird ein wilder Ritt. Mhm. Unsere erste Session war halt schon so divers, okay, dass man direkt gemerkt hat, okay, ja, krass, so, wohin soll dieser Ritt jetzt gehen? Und ich war quasi sehr gepeitscht ab Eros, war ich quasi super gepeitscht in meiner Arbeit. Also direkt danach ist der Planet Megatron gekommen, direkt. Ich war ja quasi so, wenn ich die Alben abgegeben habe, habe ich mich quasi nahtlos ans nächste gesetzt. Und das war für mich jetzt schon nochmal sehr, sehr wichtig. Also auch abseits von der musikalischen Entwicklung war für mich mal wieder so, ich muss mal kurz durchatmen. Ja. Ich muss mal nach außen treten, gucken, was mache ich da gerade? Aus welchem Motiv arbeite ich überhaupt noch? So, all das musste passieren so für mich. Ja, ist voll interessant, weil die Show, die du auch bei uns bei Apple Music hattest, Kleinstadt, da stand auch dein Name relativ früh fest. Du hast es zu dem Zeitpunkt gar nicht so konkret kommuniziert, dass das Album so heißen wird, aber irgendwie war es für alle klar. So, der Begriff flog rum, wenn man richtig drauf geachtet hat, so die Singles hatten schon ganz leicht unten den Schriftzug stehen, der sich dann später auf dem Album auch so findet. Also die CI und das Ganze drumherum und die ganze Identität von dem Album stand ja schon sehr früh, bevor die Musik eigentlich fertig war. Ja. Inwieweit hat dieses Kleinstadt-Ding das ganze Musikalische dann ab dem Zeitpunkt auch beeinflusst und so einen Rahmen vielleicht gesetzt? Das Witzige ist, obwohl es eigentlich, also in der Außendarstellung, also alles Visuelle, waren wir, glaube ich, das tighteste Album. Mhm. Also es ist alles sehr früh entstanden, das war mir auch wichtig. Ich wollte ja wirklich diesmal eine wirkliche Welt bauen von alles. Also ja, auch man arbeitet ja trotzdem mit sehr vielen Partnern und wir haben aber trotzdem darauf geachtet, dass alles immer gebrandet ist, mhm, damit. Das wollte ich auch und das war sehr, sehr früh, stand das schon fest nach Nimmerland. Ich wusste, wie das Album heißen wird, ich wusste, wo ich hin will und also natürlich, ich sag mal so, nicht um das unterzuordnen, aber visuell kommt man schneller an seinen Wunschpunkt, sag ich mal. Ich verstehe. Da sind wir aber auch natürlich Hammer aufgestellt, ja, aber da ist, sag ich mal, weniger externe Faktoren spielen da so eine Rolle, ne, wenn man gut aufgestellt ist. Bei Musik kann halt noch so viel mehr passieren. Und dann war es halt so, theoretisch hat Corona, also ohne jetzt irgendjemand auf die Füße zu treten, hat eigentlich perfekt das bestärkt, weil ich wollte dieses Regionale schon vorher machen. Und auf einmal war die Welt gezwungen, in diesem Kontext zu leben. Und das hat mir quasi, blöd jetzt gesagt, so natürlich erfreue ich mich jetzt quasi nicht daran in erster Linie, aber es hat mir dementsprechend in die Karten gespielt, weil ich vorher mich schon in diesen Modus begeben habe und eher geguckt habe, ey, was sind meine direkten Surroundings? Die Begrifflichkeit Kleinstadt bringt es ja schon ziemlich tight auf den Punkt, aber ich wollte schon, dass es so offen wie möglich ist. Ja, das ist ja kein dorfiges Album. Ganz genau. Ja, ja. So, es ist ja eigentlich sogar ziemlich weltlich verglichen zu sonstigen Platten von mir, also wenigster Hip-Hop-Einfluss so oder wenigsten Hip-Hop-Elemente. Und das war, also für mich ging es eher um eine Art und, also das klingt jetzt natürlich sehr, sehr so malerisch, aber es war schon fast so mehr so ein Lifestyle. Mhm. Also es betrifft schon mehr, es geht schon,
Lubav spielt da quasi auch eine Rolle. Es ist schon so ein, fast so ein Mindset, so ein Way of Life, den ich da so ein bisschen konservieren wollte. Voll geil eigentlich, dass du gesagt hast, du hast direkt in der ersten Session nach Nimmerland gemerkt, es ist mega divers. Würde ich auch sagen, dass dein diverses Album auf jeden Fall ist. Ich glaube, es ist jetzt das diverseste Album der letzten, keine Ahnung, 4-5 Jahre, also im Hip-Hop-Bereich. Safe, ja. Ist dir eigentlich die, so dieser Kontrast zwischen den beiden Titeln auch bewusst geworden? Also die letzte Platte hieß halt Nimmerland, das ist so ein fiktiver Ort, wo alles passieren kann, der ist so groß wie nichts anderes und dann jetzt irgendwie total reingezoomt, so die Kleinstadt, dein BTK ein bisschen. So. Ich wusste schon, wo ich Nimmerland gemacht habe, dass das nächste Album Kleinstadt, so. Also ich weiß auch jetzt schon, wie das nächste Album heißt. Okay, so. Stark. Ja. Also wie Kanye damals in seiner E-Mail-Signatur, der schon genau, also das, ich liebe das schon auch und ich bin auch schon quasi im nächsten drin. Mhm. Das war mir, ich habe das ja quasi auch versucht, damals so deutlich wie möglich zu machen bei Nimmerland, dass ich bewusst diesen Ort erschaffen habe, den es so nicht gibt, so den Ort, der auch für immer zugänglich ist für alle. Aber in Kleinstadt ging es darum, wieder zu mir selbst zu kommen. Und klar, wie ich es vorhin schon gesagt habe, Corona war natürlich auch der Brandbeschleuniger dafür. War das, weil ich finde auch nicht nur, dass es dein diversestes Album ist, sondern irgendwie in einer gewissen Hinsicht auch dein bewusstestes Album? Definitiv. Weil klar hast du recht und es ist zum Teil extrem weit weg von dem, was wir in Deutschland so als Kern-Hip-Hop verstehen. Du hast zum Beispiel auch keinen Rapper zu Gast auf der Platte. Nee. Trotzdem aber könnte man, ist jetzt auch so eine Phrase, trifft hier aber tatsächlich, finde ich, zu dein persönliches Album, weil es eben so bewusst ist und weil du über Themen sprichst, wie zum Beispiel, was ich mega interessant fand, das kam erst so die letzten Monate vielleicht, dass du so diese Gastarbeiter-Thematik auch aufgemacht hast. Ja. Und dich auch das erste Mal so wirklich so mit Worten konfrontativ diesem Thema so stellst, deiner Familienhistorie auch stellst. Woher kam das eigentlich, dass du so Bock hattest, jetzt endlich dich damit zu beschäftigen, auch musikalisch? Ich denke, also wie du schon sagst, es ist mein persönlichstes Album. Hm. Es ist das persönlichste auch Intro und Outro. Ja, Mann. So, ja. So die Klammer ist ziemlich tight so. Ja. Ich wollte das auch so. Und da, also es ist ja natürlich, das ist ja ein riesen Teil meiner Identität. Und klar war das in dem jugendlichen Alter auch schon. Natürlich spielt es eine andere Relevanz. Ne? Also du bist ja, naja, also ich sag's mal so, um es auf den Punkt irgendwie versuchen zu bringen, du bist jung, also mir zum Beispiel hat sehr gefehlt an Selbstbewusstsein und dann hast du dich eher versucht, durch äußere Dinge aufzuladen oder dein Selbstbewusstsein zu stärken, eben natürlich halt durch diesen ganzen Materialismus und so, klar, ey, das oder diesen ganzen Hedonismus, das ist ja auch Teil von mir selbst, das wird auch immer ein Teil von mir sein. Ich werde schon immer dieses Kind bleiben, so. Natürlich mag ich auch Dinge kaufen, ey, keines, aber trotzdem wirst du erwachsen, wirst du bewusster, du änderst vor allem deine Parameter, nach denen du konsumierst. Das hat sich extrem geändert, so. Ich würde vielleicht nicht mal sagen unbedingt, dass mein Konsum an sich weniger geworden ist, aber es ist definitiv ein ganz anderer. Und da ist auf jeden Fall anders im Sinne von, wie kann man das? Naja, also früher habe ich Dinge. Am praktischsten festzumachen wäre es, wenn man sagt, ich denke, in jüngeren Jahren habe ich Dinge gekauft, um meine Außenwahrnehmung zu bestimmen, um zu bestimmen, wie ihr über mich denkt. Ja. Jetzt konsumiere ich aber um für mich selber, um das zu bestimmen, wie ich mich gerade fühlen möchte. Und nicht, mir ist inzwischen scheißegal, was irgendjemand darüber denkt, so monetär oder erfolgstechnisch. Das ist, glaube ich, so der größte Marker. Mm. Und ich glaube, auch in der Musik ist das genau dasselbe. Ja, ich finde auch, so sehr es das nicht-hip-hopigste Album ist, ist es aber gleichzeitig für meinen Geschmack auch das Album, auf dem du am meisten rappst tatsächlich. Tatsächlich, ja. Vielleicht hat dir so diese Freiheit, also sich frei zu machen von diesem Hip-Hop-Zwang, auch dann gleichzeitig die Freiheit gegeben, auf anderen Tracks einfach nur durchzurappen, wie bei dem Outro zum Beispiel. Du hattest eines der geilsten Lines, glaube ich, die ich dieses Jahr überhaupt gehört habe, auf Money on My Mind. Das fasst alles eigentlich, finde ich, so perfekt zusammen. Dieses Mashallah, du hast Prada entdeckt, es passen drei Familien in mein Haus, der Tisch ist gedeckt. Das ist irgendwie das, was alles, so diesen ganzen Mindset, finde ich, um diesem Album herum und alles, was du so versuchst zu sagen, irgendwie eigentlich auf den Punkt bringt, oder? Das kam schon auch von so einer Unzufriedenheit mit dem Status quo. So. Also ich meine, klar, keiner traut sich so wirklich auszusprechen, aber Hip-Hop hat schon ein fettes Problem, Alter, entwickelt. Mhm. Irgendwie seit Young Horn und ich damals so das neue Zeitalter eingeläutet haben, so hat sich viel verändert. Ja. Und sehr viel auch ins Negative, das darf man schon auch so sagen. Ich möchte jetzt nicht so kulturpessimistisch sein, so ey, alles ist schlecht, früher war alles besser, das ist natürlich Bullshit. Aber es gibt schon Dinge, die
man quasi kritisieren darf. Und das wollte ich schon auch machen. Und ich mag es ja immer schon, nicht nur zu kritisieren, sondern auch dann eben halt diesen Weg zu wählen und zu sagen, okay, dann mache ich es halt eben auch nicht. Und das war mir schon sehr wichtig. Und ja, dieses... Ich glaube, auch den Leuten ist gar nicht klar, wie krass bald all diese Dynamiken zerbrechen. Hast du das Gefühl, dass so ein Kartenhaus das ja, drauf wartet, also einzubrechen? Also ich glaube, es ist schon so 5 vor 12 so, okay. Oder ist so 5 nach 12 eher. Okay. Ich glaube, Corona hat die ganzen Sachen sehr beschleunigt. Ich glaube, Hip-Hop hat ein derbes Problem, was die letzten 3, 4 Jahre so abgelaufen ist. So jeden Freitag ist schon sehr fragwürdig. Mhm. Weißt du, was ich meine? Was fehlt dir dann konkret da drin? Ist es Inhalt? Ist es so Eigenständigkeit, musikalische Trainingsarbeit? Naja, ich bin ja nicht der Vorreiter von in der besonders inhaltlichen Lyrik oder so. Ich bewege mich ja auch immer sehr abstrakt. So, oder zumindest für viele wirkt es in erster Linie immer flach und das ist mir auch klar. Aber mir fehlt es vor allem an Mühe. Also selbst simpler gestrickteres Zeug bedarf mehr Mühe. So. Ja. Und auch also es, Hip-Hop hat sich natürlich sehr leicht gemacht. So, ne? Viele Künstler, glaube ich, ist gar nicht klar, wie viel Auftrieb sie bekommen haben, einfach nur, weil sie Thema Hip-Hop waren. Ja, safe. Also sehr, sehr viel unter diesem Riesenhype ist so viel Bullshit mitgeschwommen. Und ich glaube, das ist den Leuten gar nicht klar, wie viel da eigentlich so mitgezogen wurde. Und ich glaube, wenn das bald weg ist und halt eben nur noch tighte Themen diese Aufmerksamkeit bekommen, ich glaube, da wird so ein... Ja, so das große Krabbeln, Alter. Das ist einfach ja, das so. Ja. Also jeder ist eigentlich dieser alten Formel. Sehr viel Instagram, sehr viel Fanservice. Aber das Ding ist, das musst du ein bisschen so wie so eine Beziehung sehen. Also wenn du die ganze Zeit so versuchst, hinterher zu rennen, so bitte, bitte lieb mich. Ist die dann weg. Passiert genau das Gegenteil so. Und die Leute lieben dich eben nicht, weil eigentlich haben sich diese Leute mal in dich verliebt, in dem Sinne, weil du mal was gemacht hast, was besonders war. Genau. Und nur weil du in erster Linie bei Social Media App XY nicht XY Feedback bekommst, also die meisten sind ja auch wirklich, die sind ja so close-minded inzwischen, was das angeht. Das ist ja der einzigste Indikator. Und das ist das eigentlich, was ich am meisten kritisieren würde, dass es, also nur im Newcomer-Bereich sehe ich Leute, die musikkulturell arbeiten. Die sagen, ey, ich hau den Song raus, auf den ich gerade Bock habe. Ist das bei kleineren Artists nicht auch leichter für die, weil die müssen weniger Leuten auch Rede und Antwort stellen? Also ich meine, deine Zahlen sind immer noch top, ist, ne? Aber das du ist hast das auch, Witzige. Du musst Leuten mit Leuten. Guck mal, wie falsch diese Analogie eigentlich ist. Mhm. Also du bist der größere Artist, der auf eine viel größere Fanbase zugreifen kann, der sich eigentlich weniger Sorgen machen müsste. Und du als größerer Artist hast Angst, da ein Stückchen von einzubüßen. Und der kleinere Artist, der eigentlich viel mehr zu verlieren hat, so der eigentlich wenig hat, und wenn der davon ein Stück noch wegkommen würde, der hätte viel größeren Verlust, der hat viel weniger zu kompensieren. Und der traut sich das. Ich meinte gar nicht die Fans, sondern ich meinte eher industrielle Zwänge, sodass man sagt, also normalerweise würde man denken, je erfolgreicher der Artist wird, desto mehr spielt er sich frei und hat mehr Freiheiten. Aber irgendwie bindest du dich auch immer mehr im Normalfall an, weißt du, Verträge, du musst dem Rede und Antwort stellen. Ich hatte letztens, ich weiß gar nicht, welche Art das war, der mir auch gesagt hat, ey, ich kann hier nicht einfach ein Album machen und irgendwelche Singles machen, die ich will. So mein Label, mein Vertrieb, die wollen alle Zahlen sehen und so weiter. Ist das etwas, wogegen du ankämpfen musstest? Oder du hast einfach eher im Gegenteil. Nee, okay. Also wir sind da wirklich bis zur letzten Zelle des gesamten Teams, würde jeder eher den Einbruch der Zahlen einnehmen, als dass die Kunst einbüßt. Ja. Also definitiv. Da kann ich mich auch super glücklich von schätzen. Mhm. Weil inzwischen ist das für den Großteil gar nicht mehr auch eine monetäre Sache so. Ja. So viele, ein Großteil des Teams hat so, sag ich mal, Schäfchen im Trockenen, inklusive unseres Chefs, der sehr bekanntlich seine Schäfchen im Trockenen hat. Sehr viele Schäfchen. Und von daher sind wir, glaube ich, auch in so einer Solo-Position, halt diesen Luxus genießen zu können und sagen können, ey, wir können kunstdriven arbeiten, wir können das machen, was wir wirklich wollen. Ja. Und dann siehst du halt so, wenn so ein Album wie Kleinstadt dann kommt,
es ändert trotzdem nichts. Es ist trotzdem erfolgreich so. Weißt du, was ich meine? Also, ja. Du brauchst gar nicht diese Angst zu haben so. Ja. Und keine Ahnung, selbst wenn du dann irgendwie 10% oder so eingebüßt hast, die du vermeintlich gemacht hättest, ja. Hättest du dir mehr von diesem Käse gegeben. Ja. Wenn du dann real wärst, würdest du selber sagen, das ist nicht wert. Das ist es nicht wert, weil du musst ja auch in die Zukunft denken. Genau, perspektivisch, weil kann ja niemand sagen, ob diese 10% perspektivisch, vielleicht hast du jetzt was gewonnen dadurch oder mit Sicherheit hast du was gewonnen. Wo du ihn gerade schon ansprichst, dein Labelchef oder ich glaube mittlerweile eher Geschäftspartner, LWO Melbegovic, wie sehr hilft dir das Verhältnis zu ihm, weil er hat sich natürlich irgendwie krass freigespielt durch sein vorheriges Abenteuer mit Selfmade, ist jetzt mit Division irgendwie im nächsten Kapitel seiner Karriere als einer der wichtigsten, prägendsten Musikmanager. Auch durch diese jugoslawische Schiene vielleicht, also wie viel, ja, also was ist das Verhältnis so für dich wert, was gibt dir das alles? Das ist schon fast schwer in Worte zu fassen. Also ich hab so unglaublich viel von ihm gelernt. Mhm. Also alles, für was so Leute dann irgendwie mich, sag ich mal, als smart im Endeffekt darstellen so, und dann sagen so, oh, guck mal, wie toll und wie klug der das denkt und so. Das meiste davon hat er mir eingeblößt und auch beigebracht und oft sogar zu Zeiten, wo ich das gar nicht verstanden habe. Mhm. Also oft zu Zeiten, wo ich viel zu jung und auch überhaupt nicht die Kapazität hatte, sowas nachzuvollziehen, ich kann ihm das gar nicht zurückgeben. Das geht gar nicht. Also wirklich nicht. Das ist unmöglich. Also die Entscheidungen, die auch damals für Eros getroffen hat, so, die so weitreichend sind bis heute, die ich niemals gesehen hätte. Dafür war ich viel zu, also das ist ja auch gar nicht meine Aufgabe, aber das ist, finde ich, auch so ein bisschen der große Fehler heutzutage. Du hast ja diese Wannabe-Entrepreneur-Kultur jetzt entwickelt, so, und jeder ist jetzt irgendwie Manager und jeder will sich selber als Labelchef und so, was ziemlich, ziemlich blöd ist, ey, wenn du nicht wirklich ein unglaublicher Mensch bist, der unglaublichen Workload wegmachen kann. Und das ist auch so das Problem, das ist auch immer dieses Ding zu simpel gedacht. Es ist dieses, okay, wir haben eigentlich Streaming, das heißt, du brauchst ja gar nicht mehr diese Kohle, die du früher gebraucht hast, um ihr irgendwie CDs zu pressen. Hm, das heißt, die meisten jungen Leute sind dann so, hey, warum soll ich meinen Kuchen teilen? Ich kann das alles alleine, ich kann hier Home recorden, ich habe ein Homie, du kriegst auch eine Filmcrew oder so schnell organisiert. Das ist ja alles machbar. Das Problem ist, ja, das ist machbar, aber bei deinem Team geht es nicht nur darum, dass jemand da ist, der auf den Knopf ein Stück, drückt, genau, ein Stück von deinem Kuchen hat, sondern es ist im idealerweise jemand, der etwas besser kann als du. Mhm. Und das sollte vielen jungen Leuten klar sein, so, ey, ihr seid keine Musikmanager. Mhm. So, ihr seid gute Artists und vielleicht habt ihr auch einen guten Hang zum Marketing derzeit. Trust me, aber 5 Jahre später wirst du auch Hilfe brauchen. Weil du wirst, also falls man als junger Mensch vorhat, das dann lange zu machen, wirst du in jedem Bereich Nachhilfe brauchen. Und das ist so dieses Problem, was ich sehe in dieser, ich mache alles selbst, alles ist immer 100% meins, du löffelst immer aus der gleichen Suppe. Und so, da siehst du halt, wie schnell der Abfall dann ist, weil kommt der Erfolg, kommt der Druck. Ja. Und wenn du dann kein Fangnetz hast, wo dich immer mal wieder so shaked und sagt, oh, hier geht's lang, und das muss ich auch unter anderem Elvia voll groß, also aufschreiben, so mit diesem riesen, sehr schnellen Erfolg von Eros, gab's oft Zeiten, wo das mich überfordert hat. Ja, klar. Wo ich, du bist jung, ich bin ja eh ein sehr emotionaler Mensch, ich tendiere dann quasi dazu, sehr meine Entscheidungen mit Emotionen zu mixen, was halt nicht gut ist in manchen Bereichen. Ja. Das macht mich gut als Künstler, aber das ist nicht gut, wenn du geschäftliche Entscheidungen treffen willst, so, oder die auch rational getroffen werden müssen. Und ich glaube, das ist, also nicht nur ich glaube, sondern das ist definitiv auch der Grund dafür, warum wir nach inzwischen 6 Jahren immer noch solche Erfolge einfahren dürfen. Ja, ist auch nicht selbstverständlich. Du hast witzigerweise jetzt gerade die Emotionalität angesprochen. Ja. Du gehst aus dem Album raus mit deinem Outro. Hilf mir vielleicht einmal, wie spricht man das aus? Mrzja.
Ja. Kriege ich nicht so schön hin. Aber das heißt Hass auf Kroatisch. Das heißt Hass, ja. Das ist natürlich krass, weil du erwähnst diesen Titel nicht in dem Song, falls ich ihn jetzt nicht überhole. Nee. Es ist ein übertrieben persönlicher Song. Erstmal vielleicht soundtechnisch. Ich habe da so eine Juicy Hommage. Biggie, die Drums. Ist natürlich total so atmosphärisch eine andere Situation bei Biggie da, aber irgendwie geht es um ähnliche Sachen, um den Vergleich von wo kamen wir her, wo sind wir, und immer noch hat man quasi so ein bisschen bei dir vor allen Dingen diese Traumata und dieses Generational Trauma auch immer noch hier, obwohl du einer der erfolgreichsten, prägendsten Künstler des Landes bist, geht es da um so kernpersönliche Sachen, wie deine Familie, Teile oder große Teile deiner Familie mussten wieder zurück, durften hier nicht bleiben, weil keine Duldung da war, außer ihr als kleine Family. Ja, nee, nur mein Vater quasi durfte bleiben, weil er eben nicht im Krieg kam, sondern schon als Gastarbeiter. Und dieser kleine Unterschied war der Grund, warum mein Leben so grundsätzlich anders war. Also ich kann ja auch diese Anomalie, dass ich jetzt Künstler geworden bin oder erfolgreicher Rapper, das ist ja schön und gut so, und damit konnte keiner rechnen. Aber selbst wenn ich das wegrechne, habe ich so ein so viel besseres Leben gehabt, nur wegen dieser Kleinigkeit. Und mit dem Erwachsenwerden lernst du das mehr zu schätzen und lernst halt, okay, krass, guck mal, mein Cousin irgendwie hat IT studiert und so und hat eine Zeit lang Roller repariert. Das passiert ja definitiv nicht in Deutschland. So, was ich meine, definitiv nicht. So, du wirst nicht nach einem IT-Studium hier irgendwie Ding kellnern oder so. Ja, weißt du, was ich meine, da kommt schnell irgendjemand ein Tech-Konzern so. Und das meine ich. Das sind ja solche Dinge, haben mich das hier sehr, sehr schätzen gelehrt. Und mit solchen Dingen habe ich mich halt auch mehr befasst. Ich meine, das ist natürlich etwas, was sich durchgezogen hat durch deine Jugend, durch dein Älterwerden und so weiter. Trotzdem kommt es erst jetzt nach, oder ich würde sagen zum dritten Studioalbum, vierten, fünften Projekt, irgendwie in die Musik rein. Ist ja nicht so, dass du dem dir jetzt erst bewusst wirst. Warum hat es jetzt erst so krass? Es hat halt den Vordergrund genommen, weil vieles halt nach hinten verschwunden ist. Mhm. Also viele dieser hohlen Themen, sage ich mal, haben sich aus meinem Leben verabschiedet, und dann kommen halt inhaltlichere oder tiefgründigere Themen, und ich glaube, das ist ganz normal. Ich glaube, das ist jetzt nichts Besonderes bei mir. Ich glaube, das kommt einfach mit dem Erwachsenwerden. Ja. Und klar treten dann solche Sachen viel mehr in den Vordergrund, weil du merkst, okay, ey, ich meine, so I birthed it, so diesen, also mitunter diesen Fashion-Rap und so, aber ich kill's auch wieder gerne. So, weißt du, ich meine, so, ist kein Problem. So. Ja. Ich habe da keine Angst vor, weißt du, ich meine? Sprichst du über diese Themen auch mit deinen Eltern dann? Weil ich meine, für die muss es natürlich auch irgendwie mega interessant sein. Ich kenn's ja selber, wir haben gar nicht so eine unterschiedliche History auch mit der Gastronomie und so. Da kann ich voll relaten. Du hast in einem Podcast erzählt, dass dein Vater immer noch nicht so loslassen kann von dieser Arbeit in der Gastronomie. Wie ist das, wenn du mit denen heutzutage sprichst? Also für die muss das noch surrealer sein als für dich, dass du hier Rin bist. Naja, ich glaube, für die ist es ganz, ganz schwer zu fassen, so, was da wirklich abgeht. Waren die mal auf Live-Shows? Ja, die waren also immer in diesen Hometown-Shows, so sind die schon am Start, so, diese Stuttgart-Shows und so. Das sind dann natürlich so Angelpunkte, wo die das so ungefähr einordnen können, okay, was für eine Größe hat das jetzt angenommen? Auch oft bemisst mein Vater das am derzeitigen Auto, was ich fahre. Nein. Gut, da kommt schon wieder ein bisschen Materialismus dann doch zurück. Aber ist ja auch der Schwabe in mir. Aber kann man auch, also ich meine, er ist als Gastarbeiter hergekommen, so die... Ich meine, mein Vater ist wirklich im Viehwaggon hergekommen. Das ist krass. So, also weiß ich mal, mit den ganzen anderen Ausländern so. Ja, ja. Und das ist halt, irgendwann wird die Zeile raus, egal, ich sag's nicht, irgendwann hört ihr den dann, ja. Okay, wir haben gerade über Shows gesprochen, du hast natürlich eine grandiose Tour auch auf die Beine gestellt, bevor das alles irgendwie in Schall und Rauch aufgegangen ist. Ja, du hast noch so richtig kurz vor der Ziellinie... Eine Woche oder so danach. Ja, vorbei. Ich habe es letztens Kalim erzählt, der war ja vorher auf deiner Tour. Das war meine letzte Show vor Corona, und dachte ich mir während der Quarantäne, dachte ich mir so, war ein ganz gutes Game Over, falls nie wieder Konzerte gibt, Nimmerland, Palladium in Köln, kann man schon machen. Um auch ein bisschen auch auf Kalim zu sprechen zu kommen, weil ich finde, da bündelt sich so vieles. Ich weiß gar nicht, ob wir drüber gesprochen haben und du mir den Vergleich damals genannt hast, als J. Cole Young Thug mit auf Tour genommen hat. Kann sein, ich weiß es nicht. So ein bisschen ähnlich hatte ich so das Gefühl bei euch, weil thematisch macht ihr natürlich unterschiedliche Dinge. Klar. Er wäre tendenziell
Also er hat selber im Interview gesagt, so ein bisschen Großstadt versus Kleinstadt. Ja. Er ist natürlich auch ein materialistischer, also ein deutlich materialistischerer Rapper als du. Wie war es für dich oder generell auch, wie ist es für dich, Rap immer noch zu entdecken und dann so jemanden wie ihn mit auf Tour zu nehmen, guck, den man da vielleicht nicht direkt sieht? Ich habe mir, also erstmal, ich kenne Kalim schon lange. Also wir kennen uns auch voll lange und wir haben schon so Mutual Respect füreinander voll lange gehabt. Kalim war schon auf meiner ersten Tour so. Und, krass, okay. Also ich kenne ihn quasi auch schon, bevor er mich das erste Mal besucht hat, kenne ich ihn noch aus seinen ganzen Boom-Bap-Zeiten und habe ihn da schon als Künstler voll gemocht. Und habe ihm das auch damals direkt gesagt. So, ich habe auch ich fand sein altes Zeug und sein neues Zeug super. Ja. Und feiere ich jemanden, dann will ich ihm ein Stück von meinem Kuchen geben. So, und wenn ich die Möglichkeit, ich verliere ja nichts. Wenn du auf meine Tour kommst, verliere ich ja nichts davon. Und ich habe ich habe ja teilweise Touren gehabt, wo ich 3 Leute mitgenommen habe. So, und ich habe ja Festivals veranstaltet, so auf meinen Namen, ja, wo ich wirklich vielen jungen Artists versucht habe zu helfen. Und ich habe eigentlich nie versucht, jemanden zu holen, der jetzt irgendwie noch Tickets zählt oder so. Nicht, dass die Jungs keine Tickets zählen würden, aber du weißt, was ich meine, um jetzt irgendwie additional da Boosts oder so zu holen, sondern ich wollte einfach dieser Typ sein, feiere ich jemanden und sehe ich da irgendwie eine Connection, dann versuche ich, denen einfach eine Bühne zu geben, eine reale Bühne, wo die reale Fans abholen können. Und ich habe allen immer das Gleiche gesagt am Anfang der Tour. Also auch Reezy, so war ich, glaube ich, einer der ersten Unterstützer, so, worauf ich auch stolz bin. Der Junge rasiert ja auch gerade, also eben mit Kalim zusammen, so. Die Jungs machen ja auch gerade fast alles wieder platt, so. Also vor allem in ihrer Mucke. Und das ist für mich sowas, das hätte ich mir gewünscht. Dafür war es leider zu spät in meiner Karriere damals. Aber ich wollte das machen. Und das Tollste wäre für mich, wenn die Jungs jetzt, wenn die langsam auf die Punkte kommen, so, wo sie sagen, okay, jetzt verkaufen sich die Touren auf dem Level, dann würde ich mir wünschen für die Jungs, dass sie das Gleiche machen. Ja. Mehr kann man sich nicht wünschen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, du hast dich mit Nimmerland, auch weil du vorhin meintest, dass so die erste Session danach direkt so krass divers war. Also Nimmerland war auch nicht das typische Hip-Hop-Album, das typische Deutschrap-Album. Du spielst dich schon auch musikalisch immer freier. Wo geht's? Also du meinst, du bist schon vom Kopf schon wieder bei der nächsten Platte. Beschreib mal vielleicht in den Worten, in denen du es kannst oder willst bisher, wo für dich die Reise jetzt nicht nur mit der nächsten Platte hingeht, sondern bestenfalls, wenn du so richtig in die Zukunft schaust, so als was möchtest du gesehen werden in, sagen wir mal, 5 Jahren oder 6, 7 Jahren? Nochmal die Zeit, die du bis jetzt gemacht hast, sagen wir mal so. Genau, wenn ich das quasi nochmal so fortführen würde, dann, ich glaube, ich bin, es gibt, also guck mal, es wird immer einen Artist geben, der besser rappen kann wie ich so. Es wird immer, also weißt du, ich meine, irgendwie, du wirst immer einen Shindy haben, der besser rappt als ich. Du wirst immer ein Ruff and Bones haben, die bessere Dancehall-Songs gemacht haben als ich. Du wirst immer jemanden wie Sido oder so haben, der bessere Song, so Deutschrap mit Radio zum Beispiel vermischt. So. Das wird immer größer sein, als was ich in den Gefilden gemacht habe. Aber, und all diese anderen Themen genauso. Vielleicht bei so melodischem Trap, ich glaube, da bin ich auch noch Speerspitze so noch. Aber ich glaube, es gab und es wird auch so schnell nie einen Artist geben, der all das geschafft hat. Und all diese Sachen zu Riesenerfolgen geführt hat und all das in einer auch adäquaten Attitude. So, ich habe all diese Musikgenres ja nicht wie Dreck behandelt oder habe mich nicht billigerweise daran bedient. So, wir haben immer versucht, all diese Themen mit dem größten Respekt zu behandeln und immer mit der größten Finesse. Und ich, das ist zum Beispiel, und ich, das wird auch, glaube ich, ich glaube, Kleinstadt wird, ich glaube, niemand wird zurückgucken und sich fragen, wie erfolgreich dieses Album war. Ich glaube, es wird aber der maximale Blueprint für viele, viele experimentelle Sachen die nächsten Jahre. Ich glaube, das könnte so dieses Man of the Moon-mäßige sein. Ja. So, was Kid Cudi damals für Amerika geschafft hat, so. Weil ich glaube, und das wäre für mich wichtiger. Weißt du, wie viel Man of the Moon verkauft hat? So? Nee, keine Ahnung. Weißt du das jetzt so im Kopf? Weißt du, wie viel Jesus verkauft hat? Das sind so, die dass das irgendwie Album, auf eins, natürlich war das auf eins ein Kanye-Album, aber weißt du, was ich meine? Weißt du das? Nein.
aber spürst du den Impact davon? Hell yeah. Und das ist so, die Richtung möchte ich weiter behalten. Das ist da, wo ich weiterhin arbeiten will. Und ich glaube, wenn ich was über die Zukunft sagen kann, ist, ich glaube, nicht, dass Alexis mich schief anguckt und sagt so, oh, das höre ich das erste Mal. ich glaube, wenn dann, ich habe mal Bock auf was in sich Geschlosseneres. Das ist mein jetziger Mut. Vielleicht ändert sich das in einem Monat wieder, aber ich glaube, vielleicht wird mein nächstes Projekt so in sich geschlossener sein. Willst du beschreiben, was du damit meinst? Das ist schon eine sehr offene Phrasierung. Ja, also so quasi nicht so divers. Mehr eins, genau, nicht so divers, sondern vielleicht sogar so ganz eingeschossen auf einen Sound und mal so quasi utopisch gesagt so einen eigenen Sound erfinden. Okay. Und zu sagen, okay, den ziehe ich durch auf Langspieler. Ein letztes Thema, was ich auch sehr wichtig finde, auch irgendwie sehr krass im Vordergrund ist, wenn man so lyrisch drauf achtet, was du rappst und tatsächlich auch ästhetisch hier und da, ist der Glaube, der ist auch stärker denn je auf der Platte drauf. Ja. Wie würdest du dein Verhältnis, also ich meine, du bist in einem katholischen Haushalt, glaube ich, aufgewachsen. Ja. Also wie ist so dein Verhältnis gewesen über die letzten 28 Jahre so mit dem Glauben? Also ich hätte zum Beispiel niemals darüber gesprochen, wenn du mich nicht gefragt hättest. So, das wäre zum Beispiel auch für mich eine Regel so. Ich würde aber trotzdem nicht das Thema verleugnen. Natürlich so einen kroatischen Haushalt, natürlich genau ähnlich, glaube ich, wie italienisch, so ganz, ganz erzkatholisch. aber ich bin gar nicht der rituelle, kirchliche Typ so. Für mich ist es eher der quasi der Gedanke dahinter. Und ich verstehe auch, also ich verstehe voll, wie ungreifbar das ist. Und ich kann auch voll nachvollziehen, vor allem, was irgendwie die einzelnen Institutionen alle für auch irgendwie fehlgeleitete Parts davon haben, irgendwie in allen Sachen, die man so beobachten kann heutzutage. Aber für mich ist es, ich finde mich schon irgendwie in dem Gedanken zu hoffen oder zu wissen oder zu glauben, ja, dass es etwas gibt, was irgendwie über uns steht, dass man irgendwie als Mensch nicht unbedingt das höchste Wesen ist und dass es vielleicht auch schon noch irgendwo ein Gerechtigkeitssystem gibt, wo man so sagt, und jetzt nicht mal so wirklich weltlich gesprochen, so im Sinne von, keine Ahnung, du erschießt jemanden und dir passiert etwas Böses, sondern auch so viel, viel kleiner gedacht, so Kleinigkeiten, so Ruhe finden und so. Und ich glaube, das, was dir jede Religion predigt, so das Glück in dir selber zu finden, so, das ist, finde ich, was sehr, sehr Positives. So nicht mehr, ich versuche nicht mehr, das Glück außen zu suchen. Hey, geiler Schlusssatz, irgendwie führt alles, ist ein sehr ganzheitliches Album, finde ich. Alles macht sehr viel. Voll holistisch, gell? Aber geil, ey, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gratuliere dir nochmal zu deinem Award, wohlverdient. Danke für die Platte. Dankeschön. Und ich glaube, da gibt es also das Ganze, was mit dir zu tun hat, ist noch lange nicht fertig. Da freue ich mich drauf, Alter, was noch kommt. Ich danke dir, Rick. Dankeschön. Mach's gut. Ciao, ciao.